Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch, meine Lieben. Long Dong Silver. Ja, ich habe mir jetzt was rauchen gegönnt, weil mit dem Schniefen mache ich nicht mehr. Also ich versuche damit auf jeden Fall aufzuhören. Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, wenn ich mal wieder irgendwo bin oder so und mir das mal angeboten wird, werde ich bestimmt nicht nein sagen. Ich weiß es nicht. Ich will mich auch nicht drauf festlegen, weißt du so. Aber ich habe mir vorhin so, mein Vater hat mir gestern ein bisschen Geld gegeben, meinte so, hier, hol dir noch was zu rauchen, ne? Oder, ne? Und ich so, nee, ich hol mal was zu rauchen, ne? Ist besser. Ich bleib jetzt, ich will nicht mehr, weißt du so, das ist wirklich so. Auch wenn ich manchmal so diese Phasen habe, wo ich dann doch wieder das Verlangen habe und dann doch wieder dann danach greife, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Aber ist scheiße. Ja, kurz Statement zu Trump und zu Europa. Ich find's gut so. Trump ist Geschäftsmann, weißt du. Der macht das schon richtig so, weißt du. So, wir müssen auch was im Gegenzug nehmen und so und bla. Und irgendwie so eine Hand wäscht die andere halt, weißt du. So läuft das System halt. Und ich find's auch nicht besonders tolle, jetzt irgendwelche Sojabohnen da zu bekommen, weißt du so, beziehungsweise geht ja eh in die Landwirtschaft geht das mit über. Ja, das wird ist ja meistens ein Tierfutter oder so halt. Aber ich glaube, das sind dabei ist auch irgendwie halt das auch rumgezüchtet worden und so weiter. Und ja, was willst du machen, weißt du so, ey, wir sind super viele Menschen und guckt jetzt mal die Ernte an, ja, Kartoffeln und so weiter. Jetzt habe ich schon gelesen, die Kartoffeln sollen wohl kürzer werden, also die Pommes. Und wohl auch teurer, ja, weil halt durch die Dürre, durch die lang anhaltende Dürre jetzt, ja, ist die Ernte halt im Arsch auf gut Deutsch, weißt du so. Wie gesagt, was willst du da machen, ne? Da kannst du nichts anderes machen, weißt du so. Und das wird im Laufe der Jahre vielleicht noch schlimmer, vielleicht geht es auch wieder rum. Ja, ich glaube, was haben die gesagt in den Nachrichten, auch 2003 ungefähr war das heißeste Wetter irgendwie und bla.